Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. So, ich habe mal kurz in die Komplettlösung gespickt, was dieses Level angeht. Und ja, wir sind fertig hier. Auf ins nächste Level, würde ich sagen. Wir sollten uns nur ein neues Lager einrichten. Wäre doch hier um die Ecke gerade passend. So, hier. Alles, was wir so schweres Zeug haben. Nicht wollen, nicht brauchen, rausschmeißen, sind wieder. Gut dabei. So. Hey, noch eine dieser Nachrichten. Sie fangen langsam an, mir auf die Nerven zu gehen. Denkst du, sie sind an uns gerichtet? Aber wen denn sonst? Hast du noch andere normale Lebewesen an diesem verdammten Ort gesehen? Er hat recht, die Nachrichten hören immer nichts Gutes, aber wir müssen weiter. So, hier steht, jeder Schritt vorwärts ist ein Schritt näher zu deinem Tod. Ja, die leere Karte hier. Ah. Nutzlose leere Karte. Ich habe so das Gefühl, dass sie für irgendwas noch gut sein könnte. Das ist ein Sonderweg wieder. Also die Wand kann von der anderen Seite geöffnet werden. So wie das da aussieht. Ich mag sie, wenn über mir was langlatscht. Vor allem, wenn ich nicht sehe, was es ist. Orks. Und sogar Grunz. Wer hat die Orks eingeladen? Hi, Jungs. Ich hau euch mal ein bisschen. Einfach, weil ich es kann. Guck mal, wie stark ihr seid. Also ein bisschen zuhauen könnt ihr schon. Das muss ich euch lassen. Okay, Doppelschlingen können wir nicht ausweichen. Ein zerbrochener kleiner Stein. Nö. Aber den Stein nehmen wir mal mit. Vielleicht müssen wir noch mehr Teile finden und sie irgendwie wieder zusammensetzen. Da kommen Orks. Hi, Jungs. Da ihr ein paar mehr seid. Gehen wir auf Nummer sicher. Also sie machen gut Schaden. Oh, direkt ein Feuerball. Dumm, dumm. Oh, verbannen. Entfernt einen negativen Effekt. Das sollte ich dann gleich mal umswitchen.
So. Und weg mit dem Ork. Ein Muschelhorn. Ah. Vorräte finde ich immer gut. Hähnchenschenkel ist der neue. Nein, das sind die hier gewesen. Okay. Okay, das hier ist die Seite von dem Raum, in dem wir vorhin waren. Ich wollte gerade sagen, die Wand sieht ein bisschen brüchig, rissig aus, aber da ist nichts. Bin mal gespannt, wann wir auf den Ork-Häuptling oder so treffen. Bis jetzt sind es ja nur Grunts oder Grunzer. Haben die dumm. Also ja, ich will nichts sagen, aber ein bestimmtes Game-Studio sollte das hier vielleicht nicht sehen. Sonst kommen sie noch auf die Ideen wegen Copyrights, irgendwelche Schritte einzureichen, weil diese Orks sehen sehr stark wie bestimmte Orks aus. Wobei ich nicht mal weiß, ob der Name Grunzer richtig geschützt ist. So, okay, das waren die. Da geht's auch hier rum. Und ja, ich glaube, hier unten bin ich lang gegangen gewesen. Ich sehe jedenfalls keine Druckplatte, auf die ich was schmeißen kann. Da drüben sind wieder Orks. Erstmal orientieren, wo komme ich her? Also ja, hier war ich. Da drüben sind Orks. Genau, hier war ich. Hier habe ich gegen Orks gekämpft. Das sind die einzigen zwei Wege und dann führt es hier weiter. Oh, Rohlinge diesmal. Nur zwei Rohlinge. Oh, ich habe den Hieb nicht rechtzeitig blocken können. Schade. Immer darauf achten, was die beiden machen. Bei dem da kann ich ausweichen. Zerschlagen jedoch nicht. Schub auch nicht. Okay, Schub kann meine Aktion unterbrechen. Ein Mantel für Hagrim. Mana-Trank ist nicht schlecht. Jetzt bin ich hier drüben. Ja,
Nahrung einsacken. Oh, Weinessig habe ich auch jetzt jede Menge. Ja gut, ich hatte sehr viel Wein für Mana. So, hier geht es einmal nur rundherum. Das ist okay. Also eigentlich, was Mana angeht, sollte ich nicht mehr knausern. Okay, erst die Orks hier töten. Hi, Jungs. Das heißt, ich hau euch mal ordentlich auf den Putz hier. Mach erstmal die Rohlinge da hinten platt. Weil die ja das bessere Zeug können. Also die Rohlinge haben die Grundsamen haben halt nichts, wo ich ausweichen müsste. Oh, das sind ganz schön viele Rohlinge. Hey Jungs. So, verstümmelter Hieb hat getroffen. Also dem sind wir ausgewichen, besser gesagt. So, und jetzt können wir ihm einen Wein verpassen und am besten gleich zwei. Nicht wirklich etwas, was wir brauchen könnten. Ha, und... Tada, wir sind wieder am Anfang. Ja. Also zuerst sind wir hier drüben hoch und jetzt haben wir hier aufgemacht, um hier hochzukommen. Und das müssen wir noch öffnen. Das wird wahrscheinlich der Weg weiter sein. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Ne, hier ist nur ein. So ein Gitter, okay. Hm. Ja, dann habe ich gerade noch keine Ahnung, hier hoch. Also von da kommen wir, da haben wir gerade die bösen Orks getötet. Schade, dachte, das wäre vielleicht ein Knopf, aber es ist nur gerissen. Auch hier ist kein Knopf. Hier auch nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Druckplatte. Oh.
Okay. Das ist ja fast so wie das Rätsel vom letzten Flur. Mist. Schade, das hat nicht geklappt. Okay. Ah, Geronimo. Gut, was haben wir hier? Umhang des Biests. Ah. Beweglichkeit. Erhöht das mein Ausweichen. Ja, wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, weil Aufmerksamkeit brauchst du nicht. Verbessert die Expertise, aber die Expertise... Sehe null. Okay. Und das Teil hier? Armschienen des Zauberkünstlers... Serikal, aber dann rutscht er wahrscheinlich wieder arg ab. Ja. Was die Lebenspunkte angeht, dann lieber bei dir. Ja. Okay, so viel hierzu. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, hier was runterzuwerfen. Und ich habe so das Gefühl, das öffnet... Ja, uns hier den Weg. Dafür war auch der Stein wohl da. Okay, ich habe da hinten schon wieder Bewegung gesehen. Okay, Rohlinge sind wichtiger als Grunzer. Hey, cool, die haben wir. Sehr gut blocken können. Wupp.
Oh, jetzt habe ich die verschimmelnden Hieb verpasst. Egal. Ich finde es irgendwie lustig, dass die Grunzer nicht bewaffnet sind. So, dann peppen wir dich mal mit Wein wieder auf. Du machst eine Heilung. Heiltrank. Ja, Heiltränke sind wir wieder gut oben auf.